Ja, liebe Studierende, jetzt geht's los so richtig mit dem, was wir in Statistik 2 machen wollen. Heute gibt es kein Halten mehr. Heute machen wir das allgemeine lineare Modell. Ich schiebe mich hier oben noch kurz ein bisschen ins Eck und das Video vielleicht so ein bisschen rüber. So sollte es funktionieren. In der Statistik unterscheiden wir ein bisschen in der traditionellen Perspektive zwei Arten von Hypothesen. Das war bisher so mal mehr, mal weniger klar. Aber wenn Sie es gleich sehen, werden Sie sagen, ah ja, stimmt eigentlich. Das erinnert mich auch an das, was wir schon in den Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens kennengelernt haben. Wenn ich schließen möchte auf eine Population, dann kann ich zum einen entweder schließen wollen auf Unterschiede, zum Beispiel Unterschiede zwischen Gruppen, Abweichung von einer Gruppe, von einer Norm, etc. Unterschiede. Ich kann zum anderen mich aber auch mehr dafür interessieren, wie Zusammenhänge aussehen, sogenannte Zusammenhangshypothesen. In der traditionellen Perspektive auf die Inferenzstatistik würde das zu unterschiedlichen Techniken führen, richtig? Ich würde vielleicht für Unterschiedshypothesen eher T-Tests, ANOVAs heranziehen, während ich für Zusammenhangshypothesen eher Korrelationen, den Chi-Quadrat-Test haben wir neulich erst kennengelernt, heranziehen würde. Und auch das, was sonst noch so dieses Semester sehr viel kommt, nämlich einfache Regression, multiple Regression, logistische Regression. Ist nicht unser Thema im Bachelor, aber das sind Wörter, die da auftauchen würden. Das wäre so eine klassische Zweiteilung. Die modelbasierte, oder auch Deutsch mit zwei L dann, modellbasierte Perspektive, sieht es ein bisschen anders. Die sagt, ja, eigentlich auf einem tieferen Level, auf einer fundamentaleren Betrachtungsweise ist es eigentlich so, dass Unterschiedshypothesen und Zusammenhangshypothesen ineinander überführbar sind. Und wie wir sehen werden, Zusammenhangshypothesen so ein bisschen das noch grundlegendere eigentlich sind. Ich könnte die Unterschiedshypothese Kettenraucher sterben früher als Gelegenheitsraucher. Also die Lebensdauer unterscheidet sich, Unterschiedshypothese, für diese zwei Gruppen mit sehr unterschiedlichen Gewohnheiten, Kettenraucher versus Gelegenheitsraucher. Die kann ich letztlich überführen in eine Zusammenhangshypothese, dass ich sage, ja gut, was das eigentlich heißt, ist, je mehr geraucht wurde im Leben, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit zu versterben oder anders gesagt, desto kürzer ist die Lebensdauer. Ja? Wenn Sie sich das so anschauen, ist es kein fundamentaler Unterschied zwischen diesen beiden Arten, das zu formulieren. Also wir halten fest, Unterschieds- und Zusammenhangshypothesen sind ineinander überführbar. Und man kann sagen, dass die Frage nach den Zusammenhängen die grundlegendste Frage ist, die grundlegende inferenzstatistische Frage, die, wie wir sehen werden, mit dem allgemeinen linearen Modell und all seinen Ausprägungen, sehr gut traktiert werden kann. Vielleicht kurz nur zur Einordnung, wenn ich statistische Modelle eines Zusammenhangs mir anschaue, ja, also zum Beispiel, um in dem Rauchbeispiel zu bleiben, würde hier S wäre eine Variable, die Smoking, also können auch R stehen, Smoking anzeigt und C wäre sozusagen das Ergebnis, nämlich potenziell Cancer, Krebs. Lungenkrebs, dann haben wir gesagt, okay, die Frage nach, wie hängt das S mit dem C zusammen und also wie ist die Beziehung zwischen den beiden, wie stark ist die Beziehung, wie viel S brauche ich, um wie viel Veränderung in C, in der Wahrscheinlichkeit Krebs zu bekommen, zu sehen, das ist die fundamentale statistische Frage. Ich wollte es hier nur mal kurz zeigen, um klarzumachen, dass sogenannte Causal Inference, also auch wenn wir gleich solche Zeichnungen gerne in der Statistik immer machen, in der Regressionsanalyse vor allem, die kausale Schlussfolgerung davon erstmal ausgenommen ist. Das hatte ich, glaube ich, auch schon sowohl in der Empirie als auch in der Statistik 1 immer wieder erwähnt. Für wirklich kausale Schlussfolgerungen braucht es üblicherweise mehr. Es braucht nämlich eigentlich experimentelles Design. Ich brauche außerhalb der Statistik etwas, was mir das Grundvertrauen gibt, dass ich hier eine kausale Schlussfolgerung ziehen kann. Anders gesagt, das lineare Modell und die Regressionsanalyse und die ANOVA, die wir besprechen werden, allein als statistische Instrumente können über Kausalität nichts aussagen. Ja?
ist wichtig im Hinterkopf zu behalten, weil diese Graphen, wie ich es hier gemalt habe, verdächtig kausal aussehen. Es könnte ja immer also auch so sein, dass es eben eine dritte Variable gibt. In den 50ern hat man zum Beispiel überlegt, ob es so eine Art Rauchergen gibt. So eine Art Gen, was dich einfach gerne rauchen lässt auf der Verhaltensebene, was dazu führt, dass du eben gerne rauchst. Sozusagen so eine Art Craving für Nikotin oder sowas. Und dieses Gen macht dich aber auch anfälliger für Krebs. Das war natürlich das Hauptargument der Tabakindustrie. Für einige Jahrzehnte sind sie erfolgreich versucht, diese Idee zu pushen, dass es da eine Drittvariable U gibt, die wir nur nicht beobachten können. Ja? Und dass entsprechend die Beziehung zwischen S und C nicht so klar ist. Solange wir U nicht haben und nichts dergleichen, nur mit S und C allein lässt sich die Kausalität mit unseren statistischen Werkzeugen auch nicht lösen. Ja? Das nur nochmal so. Aber Zusammenhänge. Zusammenhänge per se aufzeigen, das können wir sehr, sehr gut mit allem, was wir hier in Statistik 2 tun werden. Es gibt also drei fundamentale Fragen zu Zusammenhängen. Erstens, gibt es einen Zusammenhang zwischen zwei Variablen? Ja oder nein? Und wenn ja, dann schließen wir, dass diese beiden Variablen auch in der Population einen Zusammenhang zeigen. Also Inferenzstatistik, wir würden von einem Zusammenhang, den wir in unserer Stichprobe beobachten, zwischen zwei Merkmalen, gerne schließen, auf was ist in der Populationsebene los. Wir würden gerne den Zusammenhang schätzen in der Populationsebene. Die zweite Frage, die sich dann anschließt, ist, wir könnten kurz beim Rauchen Krebsbeispiel bleiben, war auch tatsächlich historisch die erste Frage, gibt es einen Zusammenhang zwischen Rauchen und Krebs? Zweitens, welches Vorzeichen hat dieser Zusammenhang? Also ist es so, dass die Raucher eine erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, an Krebs zu erkranken, oder eine gesenkte? Das wird dann oft in Odds Ratios ausgedrückt, zum Beispiel, da wurde gesagt, okay, also so und so viele Jahre rauchen oder so und so viele Packungen pro Jahre rauchen, erhöht die Wahrscheinlichkeit, erhöht die Odds um so und so viel oder senkt sie eben ab? Das ist die offene Frage, die hier in zwei gemeint ist mit dem Vorzeichen. In welche Richtung geht es? Bei der Korrelation können wir sagen, ist es eine negative Korrelation, ist es eine positive Korrelation? Und drittens, damit einhergehend eigentlich, wie stark ist dieser Zusammenhang eigentlich? Also die Frage nach der Effektstärke. Ja? Ist es ein zu vernachlässigender von null nicht klinisch bedeutsam unterschiedener Effekt? Oder ist es ein sehr großer Effekt? Ist es also damit ein sehr großer Risikofaktor zum Beispiel beim Rauchen und dem Krebs? Diese Fragen interessieren uns dann auch, und vor allem interessieren uns die, wenn wir lineare Modelle zur Vorhersage benutzen wollen. Wenn wir zum Beispiel in dem, was man heute Precision Medicine nennt. Man hat einen Patient, der kommt mit allem, mit seiner Krankheitsgeschichte, mit seinem Body Mass Index, mit seinen Lebensgewohnheiten, mit seiner Genetik vielleicht. Und wir versuchen jetzt vorherzusagen, wie seine Wahrscheinlichkeit ist, eine bestimmte Krankheit zu bekommen, oder auch, was ist seine Erfolgswahrscheinlichkeit, wenn er eine bestimmte Therapie bekommt. Ja, das sind Fragen, die uns auch in der klinischen Psychologie sehr interessieren müssen. Junge Menschen zeigen vielleicht Anzeichen von psychischer Erkrankung, bestimmte Risikofaktoren, bestimmte Red Flags sind da. Aber was ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses eine Individuum jetzt wirklich eine schwerwiegende psychische Erkrankung ausbildet und entsprechend in seiner weiteren Entwicklung stark eingeschränkt wird, letztlich wahrscheinlich vielleicht nie richtig ins Arbeitsleben eintreten kann, etc.? Für solche Einzelfallprädiktionen, Vorhersagen, benutzen wir eben auch lineare Modelle, weil wir natürlich, zum einen wollen wir sagen, wie gut können wir aus den Variablen x, die wir so über diese Person schon kennen, eine noch unbekannte Variable y vorhersagen, und was hier unten noch steht, wie groß wäre dabei aber der Fehler? Also wie wahrscheinlich ist es, dass wir auch daneben liegen, ja, mit unserer Vorhersage? Das sind Fragen, die das lineare Modell adressiert. Aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Unser Ziel ist es eigentlich, Eigenschaften, Phänomene zu beschreiben, zu verstehen. Wir wollen Phänomene messbar machen. Wir müssen uns überlegen, wie wir sie messen können. Wir müssen sie operationalisieren. Wir erheben Daten. Wir
machen Deskriptivstatistik, richtig? Sie erinnern sich, wir beschreiben Daten erstmal. Dazu gehörte ja auch, und deshalb war auch in der Deskriptivstatistik die Korrelation oder das Chi-Quadrat oder das Odds-Ratio dabei. Wir beschreiben nicht nur einzelne Variablen hinsichtlich ihrer zentralen Tendenz und Streuung, sondern wir interessieren uns immer auch gleich für den Zusammenhang zwischen Variablen, also den sogenannten Bivariaten, die bivariate Beziehung. Die Kovarianz zwischen zwei Variablen, zwischen zwei Merkmalen. Und dann kam die ganze Inferenzstatistik und wir machen Rückschlüsse auf die zugrunde liegende Population. Wir schätzen Populationsparameter, wir testen, ob es Unterschiede im Populationsparameter gibt für bestimmte Ausprägungen einer Gruppenvariable zum Beispiel. Für das, was wir da unten eigentlich machen, brauchen wir, das haben wir bisher implizit getan, ist nur nicht so genannt, ein statistisches, parametrisches Modell. Warum statistisch-parametrisch? Es ist ein statistisches Modell, aber warum ist es parametrisch? Ist es parametrisch? Also eigentlich ist es ein bisschen eine, wie sagt man da, doppelt gemoppelt sozusagen, von einem parametrischen Modell zu sprechen. Eigentlich sind für unsere Zwecke alle Modelle parametrisch. Ein Modell bedeutet, ich mache eine Annahme über den Parameter. Ich überlege mir, welche Parameter gibt es. Also da gibt es einen Mittelwert auf Populationsebene, einen Erwartungswert, μ. Dann in dem Moment mache ich eine Modellannahme, ja, und die drücke ich dann mit griechischen Buchstaben aus und deshalb parametrisch. Ja? Parametrisches Modell. Bevor wir reingehen in diese allgemeinen linearen Modelle, die wir brauchen, um Inferenzstatistik zu machen. Und nochmal, wir haben auch bisher in Statistik 1, auch ein T-Test hat ein zugrunde liegendes Modell, wir haben es nur nicht so genannt. Es ist genau das Gleiche, es ist ein lineares Modell, das sei mal nur vorne weggeschoben. Aber was ist im statistischen Sinne also ein Modell, was meinen wir damit? George Box hat mal schön gesagt, all models are false, but some are useful. Das ist so ein Bon mot in der Statistik. Das ist aber ganz wichtig, da steckt sozusagen das Memento Mori des Statistikers drin, das Scheitern ist eigentlich eingebaut. Alle Modelle, die du machst, sind falsch. Aber manche sind aufgrund der Art, wie du sie aufgesetzt hast. In unserem Fall wird es zum Beispiel sein, dass sie ganz einfach sind, dass sie linear sind, dass sie mathematisch relativ schlicht sind. Deshalb sind sie nützlich. Ja? Was ist ein Modell? Die Welt da draußen, wir haben das gerade schon angedeutet mit diesen jungen Menschen, die vielleicht oder vielleicht auch nicht psychisch erkranken, die Welt rauscht. Wir haben ein wahnsinnig schlechtes Verständnis davon, warum einzelne Individuen, einzelne Beobachtungen den Wert annehmen, den sie aufweisen in irgendeiner Variable. Unsere Stichproben sind nur ein rauschhaftes Abbild dessen, was wirklich los ist in der Welt, in der ganzen Population etc. Wir brauchen also eine Modellvorstellung davon, wie es sein könnte, tatsächlich in der Population. Ja? Und das lineare Modell, das allgemeine lineare Modell oder Englisch General Linear Model, meistens GLM abgekürzt, und die abgeleitete Regression daraus dienen uns quasi als so ein Modell. Modell können Sie sich durchaus so vorstellen, also ein statistisches Modell hat mit dem Modell Auto, was Sie früher vielleicht irgendwie als Kind mal gebastelt haben, oder auch mit dem Modell, was ein Architekt von einem Haus baut aus Pappe, bevor er das richtige Haus baut oder auch wenn er die Käufer erstmal überzeugen will. Diese Modelle, die haben schon was gemeinsam mit diesen statistischen Modellen, nämlich sie sind ein reduziertes Abbild der Wirklichkeit. Also es ist ein Abbild, es ist ein Versuch, was darzustellen, was wirklich ist, aber es ist immer auch eine Vereinfachung, eine Reduktion drin. Ja? Ein Modell soll uns die Daten, die wir gemessen haben, erklären, gut erklären, aber irgendwie auch über die Daten hinaus abstrahieren. Kurz gesagt, um in dem klinischen Beispiel zu bleiben, wenn ich ein Modell aufstelle, wie ich die Wahrscheinlichkeit, schwerwiegend zu erkranken in den nächsten 5 Jahren, aus THC-Konsum, Depressivitätsscores, vielleicht einem speziellen sogenannten Biomarker, also etwas, was ich im Gehirn oder im Körper gemessen habe, vorhersagen möchte, aus diesen 3 Variablen, dann habe ich Daten von vielleicht 1500 Jugendlichen, 2000 Jugendlichen. Das wäre schon eine große Stichprobe, richtig? Nichtsdestotrotz möchte ich jetzt, dass mein Modell
das, was denen irgendwie gemeinsam ist, einfängt, abbildet in einer Parameterschätzung, aber eben sich auch nicht zu gut an diese genau 1500, 2000 Leute angepasst hat, sondern eben auch in der Lage ist, neue Daten, die es dann mal bekommt, vorherzusagen. Also Modelle, statistische, mathematische Modelle dürfen nicht zu spezifisch sein, sondern müssen auch abstrakt vereinfachend genug sein, damit sie auch auf neue Daten passen. Ich reduziere also immer, aber ich gewinne auch etwas, nämlich Allgemeingültigkeit, Übertragbarkeit, Generalisierbarkeit auf andere Problemlagen, andere Stichproben, die ganze Population. Ja. Und jetzt kommt zum ersten Mal auf einer Folie das sogenannte allgemeine lineare Modell. ALM ist eine Abkürzung, die ich persönlich nicht oft benutze, sondern ich spreche, und nicht nur ich, sondern die Welt, würde ich sagen, spricht vom GLM, General Linear Model. Okay? Und dieses Model sehen wir hier einmal als Folie. Ich kann es auch einmal hier noch hinter mich groß hinschreiben. So, wenn ich hier hingehe, könnt ihr das noch sehen, oder? Genau. Also wir haben eine Variable y. Und die wollen wir erklären. Die steht linker Hand in dieser Gleichung. Und dieses y ist also eine Variable an Daten, die wir gemessen haben. Und die wollen wir erklären durch unser Modell. Also das Modell kommt jetzt sozusagen auf der rechten Seite. Wenn Sie es genau nehmen, ist das die Grundgleichung, die hier steht, des allgemeinen linearen Modells. Das Modell selbst steht aber hier rechter Hand. Und zwar besteht dieses Modell irgendwie aus anderen Daten x, die wir auch haben von diesen Beobachtungen. Wir können uns also y und x schon mal vorstellen, so viel Wissen auch in einem Statistikprogramm haben Sie schon, stellen Sie sich das gerne schon vor, wie eine Datenmatrix. Da haben Sie in einer Spalte y etwas beobachtet, gemessen von vielen Probanden. Ja? Zum Beispiel könnte das sein, was ist in den nächsten 5 Jahren mit denen passiert? Sind die krank geworden? Wie viele Jahre waren die in der Psychiatrie oder irgend sowas? Ja, das könnte hier in der Spalte y stehen. Und x wären dann diese von mir gerade als Beispiel aufgezählten anderen Variablen. Body Mass Index, ein Biomarker, also irgendeine Hirnmessung, geschätzter THC-Konsum, vielleicht Alkoholkonsum. Viele andere Variablen können das sein. Also das heißt, in diesem X, sehen Sie auch, dass das ein groß X ist. Es ist schwer zu sehen, aber Sie sehen es auch hier auf dem Slide. Es ist fett gedruckt. Damit meinen wir Mathematiker, also ich bin ja kein Mathematiker, aber damit meinen die Mathematiker und die Statistikerin, dass es sozusagen eine ganze Matrix von Variablen sein kann. Es muss also nicht nur eine Variable x sein, sondern subtiler Unterschied schon zu dem, was wir aus der Korrelation kennen. Es können viele Variablen x sein. Die werden zusammengefasst und dann haben x. So, und die müssen aber mit irgendwas multipliziert werden. Ich könnte auch sagen, gewichtet werden. Und zwar, da wir hier ein Modell für die Population erstmal entwerfen, benutze ich hier einen griechischen Buchstaben, der heißt Beta. Müssen Sie einfach akzeptieren, das ist das Gängigste, was wir hier verwenden. Dieses Beta werden wir dann gleich sehen, jetzt noch oder im nächsten Video ausführlich, ist sozusagen etwas, mit dem wir diese Daten x skalieren, größer und kleiner machen, um diese Daten y am besten zu fassen, vorherzusagen. Das hier kennen Sie aus der Schulmathematik, oder? In der Schulmathematik hätte man vielleicht gesagt, y ist gleich, ich weiß nicht, wie es da, a mal x hätte das oder so geheißen, statt Beta. Und dann gab es aber immer noch so etwas, was man dazu gemacht hat. Man hat nämlich festgestellt, also was ist das in der Schulmathematik gewesen? Das hier wird eine Gerade, oder? Deshalb wollte ich heute auch ein bisschen malen, weil ich Ihnen das einfach einmal zeigen will. Was heißt denn das? Wir können es ja mal uns einfacher vorstellen, wir haben nur eine Variable x, wir haben nur den THC-Konsum oder so. Und wir haben eine Variable y, Krankheitsdauer oder Schwere der Erkrankung. Ja, y. Entschuldigung, sieht man nicht so gut. Y. Wenn ich das jetzt mache, dass ich x nehme, jeden x-Wert und mit einem bestimmten b multipliziere, das Beta, ich schreibe mal kurz hin, das Beta wäre einfach 2 zum Beispiel. Ja. Dann heißt es, den Wert 1 nehme ich, also den Wert 0, den mache ich mal, damit Sie gleich sehen, dass das nicht unbedingt diese Achse ja nicht bei 0 schneiden muss, mache ich mal hier die minus 1 hin. Einfach nur so, damit Sie das sehen, ist das Licht ausgegangen, das ist ja doof. Einen Moment. Damit Sie das sehen. Hier steht die 0 und hier ist dann die 1.
und hier ist die 2 und hier ist die 3. Was heißt denn das, wenn Beta 2 ist? Dann heißt es, wenn x 0 ist, wird es mal 2 genommen, bleibt es bei 0. Aber wenn es 1 ist, wird es mal 2 genommen. Machen wir das. Ja doch, das ist okay. Das ist quasi hier die 0, aber das schneidet bei die x-Achse bei minus 1. 2, 3, 4 und so weiter. Ja? Das sind natürlich Achsen, die nach oben öffnen. Also, dann haben wir hier schon mal die 2. Wenn 2 ist, haben wir mal 2, haben wir 4. Wenn es 3 ist, mal 2, haben wir schon 6. Das passt schon gar nicht mehr auf meine Achse, Sie sehen. Und erinnern sich natürlich auch aus der Schulmathematik problemlos daran, dass das, der Punkt muss hier genau drauf sein, eine Gerade ist. Richtig? Das ist die wichtigste Erkenntnis. Vorneweg, dieses Ding, was wir da sehen, das allgemeine lineare Modell, so fancy das klingt, ist nichts anderes als eine Gerade. Im einfachen Fall zumindest, dass x nur eine Variable ist. Wenn es mehrere ist, wird es eine Ebene, blöd gesagt. Aber wir haben hier eine ganz einfache mathematische Beziehung aufgestellt. Und das ist das, was ich gemeint habe mit, natürlich vereinfachen wir, aber wir gewinnen auch was. Wir gewinnen eine verallgemeinerte Aussage. Also die Aussage, dass y sich darstellen lässt, Gleichheitszeichen, als eine Funktion von x. Und zwar muss x linear irgendwie transformiert werden durch diese Multiplikation mit so einem Beta. Ich habe hier einfach mal behauptet, Beta wäre 2. Um y zu bekommen. So, in der wirklichen Welt, das gemessene y wird es aber nicht hinhauen, oder? Würden Sie mir völlig recht geben. So einfach ist es nicht. Und deshalb sehen wir in diesem linearen Modell, wenn man so schreibt, ist man eben noch nicht ganz fertig mit der linearen Gleichung, sondern man sagt immer, die Grundgleichung des linearen Modells sagt, meine Daten, ja, die kann ich ganz gut beschreiben mit so einem Modell vielleicht, aber, ich kann es zumindest mal probieren, aber ich werde dabei auch einen Fehler machen. Einen Error. Deshalb griechisch Epsilon, hier auch auf dem Slide zu sehen. Das Modell, und das ist sozusagen die Grundidee des linearen Modells, die wird uns bis Januar bei uns bleiben, zu sagen, ich nehme meine Daten Y, die habe ich beobachtet, und die zerlege ich jetzt in etwas ganz Einfaches, Handliches, was ich kenne, was ich beschreiben kann, was ich schätzen kann, nämlich dieses letztlich dieses Beta, mit dem ich mein x multiplizieren muss, das ist eine ganz einfache lineare Funktion. Die ist eine perfekte lineare Funktion. Aber das wird nicht ganz funktionieren, denn meine eigentlichen Daten, das sollte ich ja vielleicht jetzt hier, haben wir noch gar nicht drin, die eigentlichen Daten waren nämlich vielleicht sowas. Um mal nur ein paar einzuzeichnen. Ja? Das waren also meine Beobachtungen y1, y2, y3, y4. Also, meine echten Daten, die liegen natürlich nicht einfach auf einer Gerade, wenn ich sie so abtrage als Funktion von x, sondern die fallen irgendwo hier in so eine Punktwolke. Und was wir dann fragen jetzt mit dem linearen Modell und mit der Regression vor allem im Genauen ist, wie gut passt denn dieses Modell, diese Gerade, zu dieser Punktwolke, die wir hier sehen. Ja? Das sozusagen die etwas längliche Einführung hier am Whiteboard zu dem allgemeinen linearen Modell, zu dieser Grundgleichung, die Sie hier sehen. Wir haben also eine Zielvariable, können auch sagen abhängige Variable, Response-Variable oder auch Kriterium. Das sind alles Wörter, Outcome könnte man hier sogar noch drunter schreiben, die immer diese Y-Variable meinen. Abhängige Variable ist wahrscheinlich das, was Ihnen bisher am geläufigsten war. Und die versuchen wir jetzt zu modellieren als Funktion einer Einflussvariablen, unabhängigen Variablen, eines, Achtung, zwei neue Begriffe, eines Regressors oder eines ganzen Satzes von Regressoren. Eine X-Variable, also der THC-Konsum zum Beispiel, wäre ein sogenannter Regressor, den wir benutzen, um die Zielvariable, um das Kriterium, um den Outcome, um die Response-Variable y zu modellieren. Den Satz hätte ich gerade auch beenden können mit um vorherzusagen, und deshalb heißen diese x-Variablen oft so ein bisschen lose auch Prädiktor-Variablen oder Prädiktoren. Das heißt nicht immer ganz streng genommen, dass wir es mit einem Kontext zu tun haben, in dem wirklich eine Vorhersage, eine Prädiktion
auch Sinn macht. Also es muss nicht immer so sein, dass X tatsächlich auch zeitlich zum Beispiel vor Y erhoben wurde oder so und was über die Zukunft ausgesagt werden soll. Das ist ein erstmal zu akzeptierender mathematischer Begriff, weil hier die Funktion eben ist, du versuchst diese Daten zu modellieren oder zu prädizieren aus den Daten, die hier drin stehen. Deshalb sind das die Prädiktoren oder Regressoren und das ist der Outcome oder die Response-Variable. Und auch einmal sei es noch gesagt, ist es ebenfalls nicht zwangsweise so, dass hier wirklich eine Kausalitätsbeziehung bestehen muss. Das ist einfach nur erstmal ein Versuch, es mathematisch zu modellieren. Und Sie werden bald sehen, dass man zumindest rein mathematisch das auch umdrehen könnte. Man könnte auch x aus y vorhersagen. Ja? Aber in der Grundgleichung schreiben wir einfach hier immer y hin, weil wir sagen, was immer y ist der Outcome, der soll modelliert werden durch x als eine Funktion von x. Und dabei werden wir aber auch einen Fehler machen. Genau. Jetzt vielleicht noch zum Abschluss dieses Videos rein in die sogenannte simple lineare Regression. Die heißt simple, weil sie mathematisch simpel ist. Kann man es eigentlich schon auch sagen. Regression, wo kommt denn der Begriff her? Manche von Ihnen verbinden vielleicht eher Freud, den Neurologen und Vater der Psychoanalyse, Sigmund Freud, damit. Wir meinen aber hier nicht Freud, sondern wir meinen diesen anderen Herrn, der jetzt hier, wo ist das hier, halb, der da versteckt ist, halb hinter meinem Video, nämlich Sir Francis Galton, ein, ja, heute würden wir sagen Genetiker, wir würden auch sagen Eugeniker, der allerdings für die Psychologie und die Biologie ganz unschätzbares Erbe hinterlassen hat. Nämlich er hat für die ganzen Fragen, für die er sich interessiert hat, nämlich die Vererbung von Merkmalen, sei es Merkmale wie Intelligenz, aber seien es auch ganz schlichtere Merkmale wie Körpergröße, von Eltern an ihren Nachwuchs, hat er eben auch die wichtigen mathematischen Einsichten gehabt, wie es gehen könnte und auch wichtige Impulse gegeben. Und die Regressionsanalyse geht letztlich auf ihn zurück und auch der Begriff der Regression geht auf ihn zurück. Galton stellte fest, dass wenn er die Körpergröße von Eltern und ihren Kindern betrachtet hat, dass die Kinder immer ein bisschen weniger extrem waren als die Eltern. Sprich, sehr große Eltern haben in der Tendenz kleinere Kinder als sie selber. Sehr kleine Eltern haben in der Tendenz größere Kinder als sie selber. Das ist etwas, was wir hier in unseren eigenen Daten im Übrigen ganz schön sehen können. Deshalb haben wir die mütterliche Körpergröße erfragt und die eigene. Aber dazu oft im Semester noch mehr. Diese Tendenz, dass ich, wenn ich von einer Generation zur nächsten gehe und ich messe die eine, dann messe ich die andere, so eine Verschiebung hin, so ein Zusammendrücken hin zur Mitte eigentlich, zum Mittelwert sich ergibt. Das hat er als Regression bezeichnet. Und dieses Phänomen nennt man auch Regression zur Mitte. Darüber werden Sie im Seminar ausführlicher sprechen. Aber erstmal kommt da der Name her für das, was wir hier eigentlich besprechen. Nämlich, ich modelliere die kindliche Körpergröße als elterliche Körpergröße. Muss schauen, wie ich dieses Beta so wähle, dass dieses lineare Modell gut passt. Darum wird es gehen. Aber ich werde dabei auch einen Fehler machen. Anders gesagt, jede einzelne beobachtete elterliche Körpergröße kam vielleicht durch irgendwas, jede einzelne kindliche Körpergröße kommt irgendwie zustande durch irgendwas, was sich aus den elterlichen Körpergröße erklären lässt, aber dann eben auch etwas durch dieses Modell nicht erklärbares, etwas Unbekanntes, ein Fehler. Ja, mit dem Fehlerterm werden wir eben auch noch sehr viel zu tun haben. Es wird also in der Regression darum gehen, für dieses lineare Modell eigentlich diese sogenannten Regressionsgewichte zu bestimmen. So nennen wir das, was sich in diesem Beta hier drin versteckt. Das Beta ist ein Regressionsgewicht, wenn es nur eine Variable x gibt, oder ein kleiner Satz von Regressionsgewichten, und zwar immer so viele, wie es Variablen hier in x gibt. Und die muss ich jetzt also so wählen,
dass dieses Modell besonders gut wird. Wie wähle ich denn Beta? Wenn jetzt, können Sie sich jetzt so eine Punktwolke hier nochmal ganz schön vorstellen, wenn das die Punktwolke ist, die ich hier mit den Kreuzen eingezeichnet habe, passt dann ein Modell mit Beta 2 gut dazu? Oder wäre ein Modell mit Beta 1? Wie wäre denn Beta 1? Beta 1 wäre vielleicht eher... Beta 1 wäre ja so, so, so. Das wäre ein Modell, wo Beta gleich 1 wäre. Das hier war Beta gleich 2. Und auch noch ganz wichtig in der Statistik, was ist denn mit einem Modell, wenn Beta... Was ist denn, wenn Beta 0 wird? Das sehen wir gleich auch noch. Können Sie sich schon mal hier anschauen. Wenn ich Beta 0 wähle, dann nehme ich jeden Wert x und der wird dann jeweils mit 0 multipliziert. Dann ist diese Gerade sozusagen gar nicht erstmal, die ist absent. Die gibt es eigentlich gar nicht. Dann muss ich gucken, wie ich dann y modelliere. Wenn dieser Term 0 wird, was bleibt denn da noch? Dann bleibt nur epsilon übrig. Also von Beta hängt offensichtlich sehr viel ab und wir interessieren uns jetzt vor allem mal für den Fall, wie man diese Gerade am besten wählen sollte. Ja? Und das ist letztlich die Frage, die die Regressionsanalyse dann beantworten möchte. Oder die eigentliche Analyse besteht darin, eine gute Schätzung für dieses Beta hinzubekommen. In der Nomenklatur für das lineare Modell, das möchte ich hier in dem Video schon noch machen, glaube ich. Dann für die Regression mache ich Ihnen, glaube ich, ein extra Video. Oder für das, was ich hier gerade angefangen habe mit diesen Betas, das wollen wir uns, glaube ich, extra anschauen. Aber kurz zur Nomenklatur. Auf Populationsebene. Wenn wir also erstmal über einen Zusammenhang sprechen, letztlich wie immer a priori aller Datenerhebung, können wir uns ja fragen, wie hängt in der Welt unter Menschen in Deutschland die Körpergröße der Eltern und die Körpergröße der Kinder zusammen. Wenn ich sowas frage und zum Beispiel die Körpergröße der Kinder modellieren möchte, dann könnte ich also dieses Y, Entschuldigung, muss nochmal zurück. So, habe ich jetzt, nee, ich wollte eigentlich, achso, genau. Also wenn ich dieses Y hier modellieren möchte, aus X auf Populationsebene, dann nennen wir diese Situation auch eine eigentlich noch univariate Situation. Warum ist die univariat? Es betrifft zwar mehrere Variablen, also mindestens schon mal zwei. Wir hatten auch schon gesagt, wenn dieses X groß und fett ist, dann ist es eine ganze Matrix von Regressoren, also da können mehrere drin sein. Wir nennen es trotzdem eigentlich univariat im engeren Sinne, weil dieses Y nur eine Variable ist, die vorhergesagt werden soll. Ja? Dass es auf Populationsebene ist, sehen Sie daran, dass dies hier ein Parameter ist, dieses Beta, und dieses Epsilon, dieser Fehler, das, was das Modell diese Gerade nicht erklären kann an den Daten, auch auf Populationsebene, kann es ja so sein, dass der Zusammenhang zwischen den Körpergrößen der Kinder und der Eltern eben nicht perfekt linear ist, sondern so, das ist auch auf Populationsebene so eine Wolke. Denn brauchen wir also so ein Epsilon. Das heißt, wir haben hier zwei sogenannte Parameter. Genau. Wir haben dann also eine Situation, dass wir eigentlich schätzen wollen, dieses Modell. Und das tun wir dann an Daten aus einer Stichprobe. Woran sehen wir, dass wir es mit einer Stichprobe zu tun haben? Wir sehen es daran, dass auf das Beta ein Hütchen draufkommt, oder? Das kennen Sie noch aus Statistik 1. Ein Parameter ist eigentlich unbekannt, aber wir schätzen ihn. Wir setzen ihm ein Hütchen auf. Wie setzen wir ihn ein Hütchen auf? Wir ersetzen ihn, wir nähern ihn an durch etwas, was wir in der Stichprobe einfach ausrechnen können, durch eine deskriptive Statistik. Und diese deskriptive Statistik ist diese Steigung dieser Gerade hier in unserer Stichprobe und die, wenn es aber nur um die Stichprobe geht, bezeichnen wir mit einem lateinischen Buchstaben. Also wird der unbekannte Parameter Beta geschätzt, Hut auf, durch einen lateinischen Ausdruck, nämlich das kleine b. Und hier ist aber noch was anderes passiert, sehen Sie das? Das Y hat auch einen Hut auf. Warum denn das? Ja, das ist jetzt passiert, weil wir jetzt sagen, ich kann aus meinem Modell, also sozusagen das folgt auseinander, da ich hier jetzt eine Schätzung heranziehe und ein Modell aufstelle, bekomme ich ein geschätztes, also man kann sagen, für jede Beobachtung, nicht mehr das eigentliche Y, nicht mehr da, wo es wirklich liegt, dieses Kreuz, sondern ich bekomme einen geschätzten Wert
ein Y-Hut, der dann jeweils genau auf der Gerade liegt. Das ist also das, was dieses Modell für diese Person wirklich vorhersagen würde. Das ist ja unsere Outcome-Variable und ist dann ein vorhergesagter Outcome, ein Y-Hut. Ja. Und das sehen Sie auch daran, dass hier hinten aber kein Epsilon mehr ist. Sehen Sie das? In der oberen Zeile sage ich, Y, was ich gemessen habe, kann ich zum Teil durch so eine Gerade erklären aus X, zum Teil aber auch irgendwas, was ich nicht erklären kann. Und wenn ich diese Y-Hut-Werte nur angucke, dann sind das quasi nur die Werte, die direkt auf der Gerade landen. Und da spielt dieser Fehler erstmal keine Rolle. Ja, das stimmt schon. Punkte auf dieser Geraden kann ich perfekt durch die Gerade x mal b vorhersagen. Wenn ich ganz, ganz präzise in einem Einzelfall bin, also in diesem Y1 hier zum Beispiel, dann kann ich sagen, dieses Y1 hier kann ich erklären durch den Wert, den für diese Person die x-Variable einnimmt, mal b, dann lande ich auf der Gerade, plus einen Fehler, wir sagen in der Statistik, ein Residuum, eine Abweichung, etwas, das übrig bleibt, Residuum, Abweichung von der Gerade, dieses Stückchen hier. Also können wir jetzt neu hier, leider habe ich gerade keine farbigen Stifte, diese kleine Abweichung. Also ich kann auch sagen, das hier, ich weiß nicht, ob Sie das sehen, ich muss vielleicht gleich mal größer machen. Das ist Y1 Hut, das ist die Schätzung für diesen Probanden. Und dieses kleine Ding hier ist echt nicht ganz fair, weil Sie das Video ja kaum sehen können. An der Stelle mache ich das doch einmal kurz groß. Diese Abweichung für den Menschen, für diesen Menschen 1, für dieses Individuum 1, für diese Beobachtung 1, ist quasi dem sein Residuum. Also das, was da auf dem Slide steht, hier unten, die untere Gleichung, die können wir hier also nochmal hinschreiben und können sagen, y1 ergibt sich aus einer Funktion von x mit dem noch zu wählenden b. Das b ist sozusagen, gibt wirklich nur eine Zahl, dieses b. Und das sagt auch in der Mathematik ein Skalar dazu. Das ist einfach ein Wert, mit dem alle x-Werte skaliert werden müssen. Also so auch der x-Wert von 1, von dieser ersten, mit dem ersten Probanden. Aber der liegt eben wahrscheinlich meistens nicht genau auf der Gerade, sondern es gibt einen Fehler. Wir machen eine Abweichung. Und das ist quasi sein Residuum. Ja, genau. Video wird ein bisschen kleiner und weiter im Text. Das haben Sie hier nochmal zusammengefasst auf einen Blick. Regressionskoeffizienten Beta kommen oft auch mit einer kleinen Nummerierung. Warum? Weil so ein Modell, wenn es mehrere Variablen enthält, auch mehrere Regressionskoeffizienten braucht. Dieses 0 und dieses 1 hier jetzt steht also genau nicht für den ersten Probanden, sondern für den ersten Regressor. Und was könnte Beta 0 sein? Das kann ich jetzt nur nennen. Wir sehen das dann in dem Regressionsvideo sauberer. Beta 0 bezeichnet man auch als Intercept. Ich hatte vorher mal mit Ihnen einen Fall besprochen, wenn die Gerade eigentlich gar nicht da ist. Wir hatten kurz gesagt, was wenn Beta 1, könnte man sagen, für die Steigung hier 0 ist. Brauche ich dann vielleicht noch so ein Beta 0? In der Schulmathematik hatten wir das auch. Auf der Schulmathematik gab es so einen sogenannten Y-Achsenabschnitt, richtig? Da hatte man eine Gerade und diese Gerade, wenn die den Wert 0 annimmt, dort schneidet sie quasi die Y-Achse. Und wo schneidet sie die Y-Achse? Dieser, man kann auch sagen Offset, ja? Also wo geht diese Gerade durch x gleich 0 durch quasi? Das ist der Beta 0, den nennen wir in der Statistik auch Offset. Intercept ist das eigentliche, meistgebrauchte Wort dafür. Meint Intercept, Schnittpunkt sozusagen, hören Sie es schon, ist das, was man in der deutschen Schulmathematik den Y-Achsenabschnitt nennen würde. Okay, und das hatte ich schon gesagt, wenn wir dann da Hütchen drauf machen, dann haben wir es quasi mit Schätzungen zu tun. Und wenn wir tatsächlich einfach das berichten, was wir gemessen haben in unserer Stichprobe, dann benutzen wir einen lateinischen Buchstaben, dann nennen wir die einfach Bs. Also B0, B1, B2, B3 heißt es dann oft in der multiplen Regression. Genau, zur völligen Verwirrung, das ist hier in der Mitte gezeigt, ist es leider so, dass das Beta auch in der Statistik, also von Statistikprogrammen vor allem, verwendet wird, wenn, und da, das ist heute noch ein Vorgriff, ich sage es nur einmal, damit es irgendwo beieinander hier mal erwähnt ist, aber das müssen Sie jetzt noch nicht so ganz kapieren. Diese Variablen x und y, die hier eingehen,
Die könnte man vorher, und das macht man sehr oft, auch Z-standardisieren. Sie kennen Z-Standardisierung noch? Normalisierung haben wir auch gesagt. Da wird eine Variable, wie wir sie gemessen haben, genommen. Ihr Mittelwert wird abgezogen, dann hat sie einen neuen Mittelwert 0. Und dann wird sie noch durch ihre Standardabweichung geteilt, dann hat sie eine neue Standardabweichung, nämlich 1. Sie erinnern sich, das ist die sogenannte Z-Standardisierung oder Z-Transformation. Per Konvention, müssen Sie nicht durchdringen, ist so leider, nennt man das auch Beta. Also das Ergebnis einer Regressionsanalyse, das mit Z-standardisierten Variablen erwirtschaftet wurde, wird dann mit Beta bezeichnet statt mit B. Deshalb spricht man in der Statistik relativ oft von den Betas. Man meint dann eigentlich nicht die Population, man meint, dass man Z-standardisierte Variablen verwendet hat. Ist leider so. Also, was kann ich mit der Regression machen? Unser Beispiel im nächsten Video wird sein, zu sagen, ich habe eine Art Mathematik-Qualifikationstest gemacht am Anfang des Semesters und möchte jetzt damit, mehr als so ein akademisches Spielchen vielleicht, vorhersagen, wie gut dieser Mathe-Test am Anfang des Studiums schon die Statistiknote vorhersagen kann. Also hat der eine, man könnte sagen, erklärende Kraft? Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Statistiknote, der Mathematik, dem Mathematikergebnis im Test und der späteren Statistiknote Y? Ich will also Zusammenhänge verstehen, indem ich ein Modell finde, eine möglichst gut passende, lineare, simple Gleichung finde. Wie stark muss ich die Mathematikqualifikation von jedem nehmen? Wie viel muss ich die gewichten, um möglichst nah an die Statistiknote zu kommen mit so einem einfachen Modell, so einer einfachen Funktion, einer Gerade, die mich von x nach y bringt? Und dann, wie gut passt denn dieses Modell? Ich kann ein Modell finden. Wir sehen dann auch gleich die Methode, mit der das geht. Die ist sehr elegant, hat ein bisschen was von Magie fast, dass es so schön einfach funktioniert. Die ist auch eindeutig in den meisten Fällen. Aber dann ist die Frage, wie gut passt dieses Modell an die Wirklichkeit, an die wirklich Beobachteten, nicht die vorhergesagten Statistiknoten, Y-Hut, sondern wie gut passt es zu den tatsächlich beobachteten Statistiknoten Y. Da wird es also dann darum gehen, wie groß ist denn eigentlich der Fehler, den wir bei dieser Vorhersage machen. Ja? Und drittens kann man dann noch sagen, okay, für zukünftige Beobachtungen, wie sehr traue ich mich jetzt wirklich für eine einzelne neue Studentin, die zur Tür reinmarschiert und die gerade den Mathe-Test, die zum Beispiel sehr schlecht in dem Mathe-Test abgeschnitten hat, oder relativ schlecht, inwiefern hat es eine prädiktive Kraft für ihre Statistiknote später? Ganz praktisch, als Kliniker könnte man sagen, ja, muss ich die Studentin jetzt schon dahingehend beraten, warnen, ist das meine Pflicht? Also ist mein Modell so gut, dass ich mich solche Vorhersagen trauen würde? Üblicherweise ist das nicht. Aber die Entscheidung, die Unterschiede liegen dann im Detail. Also ich habe dann oft zwei verschiedene Modelle. Das eine hat noch eine andere Variable dabei, vielleicht zum Beispiel noch die Abi-Note oder das Interesse an Mathematik wurde noch abgefragt. Und dann kann ich so ein Modell vielleicht besser machen. Ja? Also ich versuche natürlich, gute Modelle der Wirklichkeit so hinzubekommen, die allgemein bleiben, generalisierbar sind auf neue Situationen, die aber auch sowas irgendwie halbwegs gut einfangen können. Genau. Das ist also das, was wir hier machen wollen. Und diese erste Frage, der wollen wir dann auch nachgehen, wie finden wir eigentlich das beste Modell? Kurz hier gucken. Genau, damit würde ich aber gerne heute aufhören und alles Weitere besprechen wir im nächsten Video, wo wir dann uns quasi die, man kann sagen, die Mathematik des Regressionsmodells ein bisschen besser anschauen. Danke und bis zum nächsten Mal.